Rede. Und damit letzter zu dem Tagesordnungspunkt hat das Wort der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute zwei Anträge debattiert von AfD und FDP zum Thema Clankriminalität. Und auch wenn ich nicht jede Einschätzung im Antrag der FDP teile, so war dieser Antrag zumindest von einer Lösungsorientiertheit geprägt und er war differenziert, wohingegen der Antrag der AfD einer war, der nicht nur mit rassistischen Stereotypen gespielt hat, sondern sie fallen unseren Polizei- und Sicherheitsbehörden auch in den Rücken, allein mit dem Ziel, Angst zu schüren, und das machen wir nicht mit. Wenn Sie schreiben, es mangelt den Behörden an Wissen, an organisatorischen Voraussetzungen, dann ignorieren Sie einfach das, was in den letzten Jahren tatsächlich passiert ist, all die Fortschritte im gesetzlichen Bereich, aber auch im Bereich der Strafverfolgungsbehörden. Es geht Ihnen nicht darum, Verbesserungen herbeizuführen, sondern ein Klima der Angst zu erzeugen. Und das, meine Damen und Herren, werden wir nicht durchgehen lassen. Aber wir müssen auch noch ein Stück weit sprechen über die in den Raum gestellte These, die Migrationspolitik der 80er Jahre war verantwortlich auch für das Aufkommen der Clankriminalität. Ich bitte darum, dass wir das ein Stück weit differenzierter sehen. Ja, die Migrationspolitik der 80er Jahre ist unter den heutigen Bedingungen und Betrachtungen nicht mehr das, was man unter einer wirklich gelungenen Integrationsarbeit versteht. Das ist gar keine Frage. Aber die Entscheidung für oder gegen Rechtstreue und die Frage, ob jemand eine Straftat begeht oder nicht, ob es sich für oder gegen diesen Staat stellt, ist allein nicht eine Frage auch des Zugangs zum Arbeitsmarkt, sondern der ganz persönlichen Haltung. Und auch viele in den 80er und 90er Jahren, die nicht von einer Beschäftigungsduldung betroffen waren, sind eben nicht strafbar geworden. Das bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen. Und da verbieten sich auch undifferenzierte Haltungen. Ich glaube, der wichtigste Punkt, meine Damen und Herren, bei der Bekämpfung der Clankriminalität ist die Spur des Geldes. Weil diese Straftaten werden begangen, um Vermögen zu erzielen, und danach wird dieses Vermögen verschleiert. Es geht darum, den Kampf gegen Geldwäsche, aber auch gegen illegale Finanztransaktionen weiter in den Vordergrund zu rücken. Und da ist ziemlich viel passiert in unserem Land. Und es ist bezeichnend, dass gerade die AfD mit keinem Satz darauf eingegangen ist, nämlich auf die Neuregelung der Vermögensabschöpfung im Jahr 2017. Das hat dazu geführt, meine Damen und Herren, dass wir einen Paradigmenwechsel vorgenommen haben. Bis 2017 konnte eine Vermögensabschöpfung nur vorgenommen werden, wenn ein Nachweis der konkreten Tat geführt werden konnte, aus dem die Erträge stammen. Jetzt ist es so, dass bereits Vermögen unklarer Herkunft eingezogen werden können, dass, wenn ein Missverhältnis besteht zwischen den Werten und dem Vermögen einerseits und andererseits den Einkünften eines jeden Einzelnen, also eine Art Beweislastumkehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Bekämpfung der Clankriminalität und übrigens auch der organisierten Kriminalität insgesamt. Und das lassen wir uns nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Wir brauchen auch eine weiterhin ordentliche Finanzausstattung von Finanzbehörden, Zoll, Staatsanwaltschaften und Polizei, um der Spur des Geldes auf den Weg zu kommen und um die Früchte der kriminellen Energie auch den Kriminellen wegzureißen. Weil letzten Endes müssen wir deutlich machen, Clankriminalität darf sich nicht finanziell lohnen. Und die Härte des Rechtsstaats mit einer Nulltoleranzpolitik ist die richtige Antwort des Staates. Daran arbeiten wir weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich.